Hi zusammen, ich zeige euch heute die Beginner-Version von Smells Like Teen Spirits von Nirvana. Der Song hat relativ wenige Teile, die sind alle ziemlich einfach und ich fange mal an mit dem Intro-Part. In erster Linie mein Zeigefinger. Auf der tiefen E-Seite am ersten Bund ist der erste Ton, den wir brauchen. E-Seite, erster Bund. Direkt daneben, auch am ersten Bund, auf der A-Seite, ist der zweite Ton, den wir brauchen. Also, E-Seite, erster Bund, A-Seite, erster Bund. Das Ganze hat natürlich auch einen Rhythmus. Da, da, ga, da. Da, da, ga, da. Ich mach's langsamer. Da, da, ga, da. Da, da, ga, da. Und noch ein bisschen langsamer. Probiert doch mal, ob ihr schon mitspielen könnt. Und da, da, ga, da, 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 ga, da, 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 ga, da. So, die zweite Hälfte von diesem ersten Teil funktioniert auch mit dem ersten Finger. Nur jetzt muss ich mit dem ersten Finger an den ersten, zweiten, dritten, vierten Bund hochrutschen. Also, wir sind hier, erster Bund, zweiter, dritter, vierter Bund. Auch hier gibt es zwei Töne. Der eine Ton ist auf der E-Seite, der andere ist auf der A-Seite. Ja, der Rhythmus ist der gleiche. Da, da. Da, 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 da. So, ich reihe jetzt die zwei Teile hintereinander, wie sie dann auch in dem Stück vorkommen. Da, 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 da. Also, ihr seht, zweimal das gleiche, einmal sind die Töne am ersten Bund, jeweils auf der E- und A-Seite. Dann muss ich mit meinem Finger und der Hand hochrutschen in die vierte Lage. Und hier sind auch wieder die Töne auf der E- und auf der A-Seite. Ich lasse die Musik jetzt ein bisschen laufen, mache das ganze Stück allerdings ein klein bisschen langsamer. So. 3 und ga da 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 ga da 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 ga da da da. Jetzt machen wir eine kleine Trainingsrunde. Das heißt, ich lasse den Loop laufen und wir spielen mit dazu und jedes Mal wird es ein klein bisschen schneller. Also, schneid euch an. Thank you.
Hier der erste Part mit ein bisschen mehr Dampf, Schlagzeug und verzerrten Gitarren. Falls es in dem schnellen Tempo noch nicht klappt, spring im Video zurück, wo wir unsere Übungsschleife hatten, die mit dem langsamen Tempo beginnt. Fang immer wieder dort an und steigere dich jedes Mal ein Stückchen weiter, bis es in dem schnellen Tempo klappt.